Yo, servus Leute, was geht ab? Ja, heute kommen wir zu einem Tear Down von meiner RTX 3070 von Manli. Und zwar handelt es sich genau um dieses gute Stück hier und ob da tatsächlich eine Founders Edition unten drunter steckt, beziehungsweise ein Referenzdesign oder irgendwas anderes und wie denn die Pads aussehen, wie denn die Wärmeleitpaste ist und so weiter und so fort. Das werdet ihr auf jeden Fall dann gleich im Anschluss sehen. Ich werde das Video ein bisschen im Normal- beziehungsweise im Schnelldurchlauf laufen lassen. Mit einer Musik unterlegt. Am Ende von dem Video werde ich dazu noch ein bisschen was sagen, was ich denn bei dem ganzen Auseinanderbauen dann gesehen habe, beziehungsweise was mir da aufgefallen ist. Damit, falls jemand von euch das zum Beispiel auch so eine Karte hat oder beziehungsweise auseinanderbauen möchte, da vielleicht ein bisschen drauf achten kann, ja. Was mich auf jeden Fall noch interessiert, die Pads, beziehungsweise ob das was bringt, wenn ich hinter die Backplate und der Karte auch noch ein paar Pads platziere, weil wir bei den Hotspots, also wie gesagt, kommen wir auf knapp vielleicht 80 Grad, wenn es hochkommt, ja. Ansonsten sind die Temperaturen schon normal, bei der GPU und so sind wir bei 70 Grad ungefähr. Also ich habe das Panoramagehäuse, das 701 mit einem ordentlichen Airflow drin. Aber trotzdem dachte ich, vielleicht kommen, vielleicht können wir da mal noch gucken, vielleicht können wir noch ein bisschen was rausholen, optimierungsmäßig, auch zwecks wegen der Sache, wegen Übertakten. Das TDP ist ja von mir auf 260 also quasi aufgebohrt worden mit dem Custom-BIOS von ursprünglich 220. Und man kann es mit dem MSI Afterburner oder mit anderen Programmen, kann man es auf 240 erweitern, was offiziell zulässig ist, also was auch im Referenzdesign entsprechen würde. Ich habe ein anderes BIOS drauf gemacht mit 260, was auch einen Zero-Fan-Modus hat, bedeutet auch, die Lüfter schalten dann auch eben quasi im Leerlauf ab. Die gehen dann erst bei 40, 50 Grad oder so, keine Ahnung, wann die sich genau einschalten. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, das hat mich ein bisschen gestört. Und ich wollte halt einfach mal wissen, wie denn die Karte tatsächlich aufgebaut ist, auch von den Lüfter, von den Anschlüssen her und so weiter und so fort, um mir das einfach mal anzuschauen, ja. Auch für euch da draußen, um das eventuell so ein bisschen transparenter zu machen. Wie gesagt, wir gucken uns das jetzt alles zusammen an und danach mache ich dazu noch ein kleines Outro. Da werde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Also würde ich sagen, bleibt dran, viel Spaß und liken, abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefällt, Leute. In diesem Sinne, haut rein, bis gleich.
Jo, da sind wir auch schon wieder zurück, meine Freunde der Liebe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. An manchen Stellen habt ihr gesehen, hatte ich ein bisschen Probleme. Ich musste zum Beispiel da, wo die Schrauben sind und so weiter und so fort, da bin ich dann ein bisschen reingegangen mit dem flachen Schraubenzieher und habe das versucht, ein bisschen auseinanderzudrücken, weil doch der Kühler schon relativ fest mit den Pads hing. Man hat halt tatsächlich auch gemerkt, von dem Abmachen her oder so, es wäre vielleicht gut, wenn die vorher ein bisschen laufen würde, dass er warm ist. So auch wie bei der CPU, dass sich die Wärmeleitpaste und so, beziehungsweise und auch die Pads ein bisschen lösen. Mir war es halt wichtig, ja, meckern auf hohem Niveau. Also die Temperaturen sind meiner Meinung nach und auch Temperatur, beziehungsweise, ja, Temperatur meine ich ja, ich meine hier lüftermäßig sind die schon ein bisschen leiser, ist angenehmer. Aber die Temperaturen waren vorher schon gut. Also ich habe da auch nicht wirklich jetzt großartig mehr erwartet. Aber damit zumindest die Wärme ein bisschen an die Backplate abgegeben werden kann, passt es auf jeden Fall. Irgendwann vielleicht mal eine Wasserkühlung drauf. Ich übernehme aber übrigens keine Haftung dafür, da wisst ihr ja. Müsst da schon vorsichtig umgehen, nicht, dass ihr irgendwelche Bauteile abreißt oder so, wenn die Grafikkarte nicht gleich runtergeht oder sonst irgendwas. Aber man hat auch an einer Stelle gesehen, da bin ich mit dem Schraubenzieher mit einer Schräge dran, ja, weil der Lüfter quasi hier oben drauf saß und ich da sonst nicht anders daran gekommen bin, so richtig. Wenn ihr das oben abhabt, kommt ihr locker ohne das an die Schrauben dran. Aber wie gesagt, mir war es wichtig, einfach mal das Ding anzugucken. Es ist eine Founders Edition, ja. Also laut dem, was ich gesehen habe und wie sie aussieht, und wenn man sich das Ding mal anguckt, ja, so klein mittlerweile, wie effizient und wie groß der Lüfter im Endeffekt ist, ja, finde ich es eigentlich relativ nice, auf jeden Fall. Was vielleicht mal ein Ding wert wäre oder so, wenn man da vielleicht mal andere Lüfter drauf bauen würde. Ich meine, man hat es gesehen, es ist nicht wirklich was Großartiges, ja. Es ist ein bisschen Plastik, zwei Lüfter da drauf oder so. Ich denke, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was raushauen, wenn da ein paar anständige Lüfter drauf wären. Ich habe hier schon ein ordentliches Gehäuse mit Airflow, ja. Also genug Lüfter drin und so weiter und so fort. Aber ja, ich denke, das Einzige, was man noch machen könnte, ist andere Lüfter drauf, eventuell. Und ansonsten eine Wasserkühlung drauf, um da vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuhauen. Ich meine, 260 Watt zieht sie ja schon mit dem Custom BIOS. Höher würde ich jetzt nicht gehen wollen mit den ganzen Spannungswandler unbedingt. Aber ja, ich bin zufrieden damit. Ich hoffe, euch hat es wie gesagt gefallen. Wenn nicht, liken, abonnieren, kommentieren, wenn ihr gerne solche Videos sehen wollt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.